Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Bettina Geithner, ein neues Interview mit Kurt Tepperwein. Ich habe ja schon mehrere Interviews mit dem Herrn Tepperwein gemacht und ich habe viele Kommentare bekommen, unter anderem von einem Zuseher, der hat mir geschrieben auf das Video, wie komme ich zu mehr Geld. Da hat er mir geschrieben, dass das ganz leicht geht und dass er jetzt tatsächlich mit der Tepperwein-Methode die erste Million verwirklicht hat. Und ich habe mich natürlich gefreut über das Feedback, einfach weil das zeigt, dass es so leicht gehen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen noch ein Interview mit dem Herrn Tepperwein und zwar zum Thema, wie werde ich Millionär? Herr Tepperwein, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Ja, und ich freue mich natürlich, dass Sie ein so interessantes Thema gewählt haben. Es ist jetzt so, ich glaube halt aus meiner Erfahrung oder aus meinem Verstehen, dass der Bewusstseinszustand eines Menschen ja das Ausschlaggebende ist für die Zielverwirklichung oder für die Million oder was man sie eben verwirklichen möchte. Mich würde halt interessieren, ich frage mich halt immer, wie das eigentlich bei jemandem ist, der so ein entwickeltes Bewusstsein hat. Denken Sie eigentlich noch, haben Sie noch Gedanken oder ist es dann nicht mehr so? Das waren zwei Fragen, das muss man unterscheiden. Ich habe keine Gedanken, ich bin Bewusstsein. Aber mein Verstand, ich habe einen Verstand und der denkt natürlich, das ist seine Aufgabe, der denkt die ganze Zeit. Und wenn es mich interessiert, kann ich da hinschauen, aber die meiste Zeit interessiert es mich nicht. Und deswegen mache ich mir nicht bewusst, was der gerade denkt. Das ist so wie eine Mutter, die Kinder spielen schön, die Mutter achtet nicht die ganze Zeit, was die Kinder spielen. Die sind beschäftigt, das ist gut, mein Verstand ist beschäftigt mit Denken, alles in Ordnung. Ich aber bin einfach nur bewusst. Und Bewusstsein heißt im Jetzt sein, in diesem Augenblick jetzt. Denken heißt immer nachdenken oder über die Zukunft, vorausdenken. Aber dann bin ich nie im Jetzt. Aber Leben ist immer nur jetzt. Also wenn ich bei Bewusstsein bin, bin ich genau im Jetzt, da wo Leben stattfindet. Leben findet nur in diesem Augenblick jetzt statt. Und wenn Sie nicht im Jetzt sind, das heißt, jedes Mal, wenn Sie denken, sind Sie nicht im Jetzt und nicht da, wo das Leben ist. Und Sie fallen auch nicht mehr raus, gell? Das kann nicht sein, dass Sie plötzlich wieder rausfallen aus diesem im Jetzt sein oder aus diesem, ja, aus dieser Bewusstheit. Doch, es kann sein, dass ich mich durch ein Tun in ein Tun reinziehen lasse und dann darüber nachdenke, aber das merke ich natürlich ganz schnell und dann mache ich einen Mini-Urlaub innehalten und erinnere mich wieder daran, wer ich bin. Das ist gar kein Problem, wenn das mal passiert und das passiert im Laufe des Tages auch sicher unbemerkt öfter mal. Aber sobald Sie es bemerken, holen Sie sich wieder zurück und ist nichts passiert. Die erste Frage jetzt zum Thema, wie werde ich Millionär, ist für mich, was ist denn das Geheimnis des Reichtums, Herr Tepperwein? Das Geheimnis des Reichtums ist, dass jeder genauso viel Wohlstand erlebt, wie er sich wert fühlt. Das heißt, so viel wie er im Innen verwirklicht hat, nach dem Gesetz, wie innen, so außen. Was innen nicht ist, kann im Außen nicht, schönes Wort, in Erscheinung treten als Realität. Ja? Das heißt also, Realität entsteht innen, im Bewusstsein, und tritt außen nur in Erscheinung. Das ist also das Dia im Innen und das projiziert nur das, was es beinhaltet. Und ein wichtiger Teil dieses Dias ist das Selbstbild. Wenn ich also von meinem Gefühl her ein Armer bin oder im Mangel lebe, ja, ich hätte gerne, ich will endlich reich werden, damit sende ich aus, ich bin es nicht, ich habe es nicht und verursache, dass ich es auch nicht bekomme. Das heißt also, Wollen verhindert zuverlässig das Gewollte. Ich muss also vom Wollen zum Haben kommen. Wenn ich in mir das Haben verwirklicht habe, projiziere ich das nach außen und dann muss das Leben das im Außen verwirklichen, weil das Bild auf der Leinwand entspricht immer dem Dia im Projektor.
Und was bedeutet das konkret, das Haben verwirklicht haben? Also dass ich die Million zum Beispiel jetzt schon habe, das innerlich verwirklichen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass ich es wirklich habe, dass ich mich erlebe im Besitz. Also ich sehe meinen Kontoauszug, ich erlebe, was ich damit mache, was ich mir kaufe, ob ich mir ein neues Auto kaufe oder ein anderes Haus oder auf Reisen gehe, was ich damit mache. Ich kann auch sozial tätig werden damit. Also ich erlebe, ich versetze mich also in den verwirklichten Wohlstand oder Reichtum und gehe damit um und erlebe, wie ich da lebe, was ich damit tue. Mhm. Damit habe ich es in Besitz genommen, habe es verinnerlicht, damit ist es Teil meines Dias und damit wird es projiziert und damit tritt es außen in Erscheinung. Und das heißt aber nicht, dass ich es mir vorstelle, sondern dass ich es fühle, dass ich mich hineinfühle, dass ich das wirklich erlebe, richtig? Die meisten machen genau diesen Fehler. Sie bleiben beim Vorstellen hängen. Ich stelle mir vor, das wäre schön, wenn ich Millionär wäre, dann könnte ich. Und dann stellen sie sich vor, dann könnte ich reisen, dann könnte ich mir ein größeres Haus, dann könnte ich mir ein schöneres Auto. Dann, das sind alles könnte, möchte, keine Realität. Das ist nur eine Möglichkeit. Das ist Spielen mit Möglichkeiten. Das sind also nur mentale Spielereien, die nichts bewirken. Ich muss mich in der Erfüllung erleben. Dann erst habe ich es in Besitz genommen. Damit ist es erst Teil meines So-Seins. Und dann muss es außen in Erscheinung treten, weil es ja Teil meines Dias geworden ist. Und wie lange muss ich mich in dieser Erfüllung erleben, bis ich das bekommen habe? Oder? Immer genügt vollkommen. Ja. Okay. Ja, wenn Sie zwischendurch aufhören, stellen Sie sich vor, Sie halten, sagen wir mal, wie lange würden Sie sagen? 10 Minuten? Ja, genau so. Dann ist erledigt. Dann haben Sie 10 Minuten das Dia drin und dann tun Sie wieder das Dia von Mangel rein, die anderen Stunden. Genau, das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert beides. Ach so. Sie haben ein bisschen Wohlstand verwirklicht, ein ganz kleines bisschen, 10 Minuten und dann wieder 20 Stunden Mangel. Naja, und das überwiegt dann natürlich. Also Sie sollten schon dabei bleiben und nicht wieder aufhören. Das ist das Schlimme, was die Leute machen, auch mit der Meditation. Egal, wenn Meditation etwas ist, das Sie irgendwann beginnen und nach einiger Zeit wieder beenden, dann war das Spielerei. Dann war das nur mal mit einer Möglichkeit spielen. Ich habe das mal anprobiert. Aber eine wahre Meditation ist, die hat einen Anfang und nie mehr ein Ende. Ihr ganzes Leben wird dann zur Meditation. Und dann bleibt ständig dieses Dia drin und dann geschieht natürlich ständig das, was dem entspricht. Was würden Sie denn jetzt sagen, zusammenfassend, was sind die wichtigsten Schritte zum Millionär? Oder zur Millionärin? Geht ja beides, für beide. Viele Menschen träumen davon, einmal reich zu sein. Sie müssen, wenn Sie das wirklich wollen, sollten Sie sich entscheiden, wie Sie zu Geld kommen. Ja? Das heißt, unsere Sprache gibt uns ja vor, dass man im Deutschen verdient man sein Geld. Genau. Und das erscheint uns so selbstverständlich, wie soll man auch sonst zu Geld kommen? Wir denken nicht darüber nach. Wir brauchen aber nur mal über den Zaun schauen, in andere Sprachen, dann sehen wir, ja, in anderen Sprachen ist das ganz anders. Die verdienen gar nicht das Geld. Das machen nur die Deutschen. In USA, ein Amerikaner, der macht Geld, to make money. Ja, ja, Sie brauchen nur mal da reingehen, wenn das Ihre Muttersprache ist. I go to make money. Ja, ja, ja. Das ist eine ganz andere Haltung. Stimmt. Also ich muss jetzt Geld verdienen, da muss man dienen, da muss man jemandem zu Gefallen sein und so weiter. Der geht ganz viel sportlicher ran, genau, an Amerikaner. Ja? Oder die Engländer. To earn money, die ernten das. Das ist ja auch schön. Ja, ganz anders. Ja,
die haben ein Weltreich damit gegründet. Die sind nach Indien gegangen und haben gesagt, okay, das gehört jetzt alles der Krone, also alles abliefern, was wertvoll ist. Säen kommt da gar nicht vor. Die ernten einfach. Und es funktioniert natürlich. Gibt es auch in einer Sprache, dass man Geld geschenkt bekommt? Ja, das ist ja noch besser. In Schweden bekommt man es zum Beispiel. Deswegen haben die ja auch einen Sozialstaat gemacht. Oder die Franzosen als Lebenskünstler, die gewinnen Geld, gagner d'argent. Ah, das ist auch ja, toll. Mhm. Das habe ich mir ausgesucht, als ich damals mir die verschiedenen Sprachen bewusst gemacht habe. Die Ungarn suchen es zum Beispiel. Die ich habe es heute nicht gefunden. Ja, klar, wenn ich suche, kann ich ja nicht finden, sonst suche ich ja nicht mehr. Also die suchen tatsächlich Geld. Und ich habe mich also entschieden für mich, und das muss jetzt jeder auch machen, dass er sagt, wie entspricht es mir, zu Geld zu kommen? Mhm. Will ich Geld machen oder ernten oder bekommen oder suchen? Oder? Und ich habe mich entschieden, nein, ich mache es wie die Franzosen. Ich gewinne Geld. Ja? Also, das heißt, ich mache etwas und gewinne, das bringt einen Gewinn und das bringt mir Geld. Geld fließt mir von allen Seiten zu. Und so muss sich jeder eben erst einmal entscheiden, wie er zu Geld kommen will. Okay. Und davor ist noch ein anderer Schritt zu tun. Die meisten Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zu Geld. Ja. Also Sie brauchen nur einmal daran denken, wenn Sie an Geld denken, was fällt Ihnen da ein, an was denken Sie, sondern welches Gefühl entsteht. Mhm. Ja? Also Geld, was macht das für ein Gefühl? Also bei mir jetzt, weil ich so aufgewachsen bin, war Geld immer, wir hatten immer sehr viel Geld in der Familie, aber es war immer der Streitpunkt. So bin ich aufgewachsen. Und deswegen ist es bei mir, Geld ist immer schwierig irgendwie. So ein Anspannungsgefühl habe ich da. Sehen Sie, also jeder hat so ein anderes Gefühl mit Geld. Und das sollte man zunächst einmal optimieren. Auch die Gedanken, die dahinter stehen meistens unbewusste Gedanken wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist die Wurzel allen Übels. Und wenn ich das als Glaubenssatz habe, verhindere ich damit zuverlässig zu Geld zu kommen. Genau, oder solche Sätze wie, das habe ich auch oft, Geld ist ein Problem oder Geld ist der Grund für Streit. Oder noch, was jetzt die letzten Jahre, seit ich mich jetzt mit Spiritualität eben beschäftige, Geld haben zu wollen, ist nicht spirituell, das gehört sich nicht. Oder wenn ich wirklich also auf dem Weg zur Bewusstheit bin, dann will ich kein Geld. Das ist sehr weit verbreitet. Das ist logisch, brillant, überzeugend und falsch. Ja, weil Geld ist ein Teil der Schöpfung. Wenn ich einen Teil der Schöpfung ablehne, bin ich in Disharmonie mit einem Teil der Schöpfung. Also das kann, auch wenn ich spirituell ausgerichtet bin, nicht der richtige Weg sein. Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht erst recht nicht glücklich, kann aber ganz schön unglücklich machen. Ja. Und wir brauchen nur mal in die Schöpfung zu schauen, der natürliche Zustand der Schöpfung ist Fülle. Also ich muss nicht der reichste Mensch der Welt sein, aber ich sollte nicht nur genug haben, ich sollte mehr als genug, denn erst mehr als genug ist Fülle. Mhm. Genug ist nur Notwendigkeit. Ja? Mehr als genug ist Fülle. Das mag bei jedem anders aussehen, wie viel das ist, aber viele Menschen wünschen sich die Million, können damit gar nichts anfangen, weil sie sind nicht innerlich Millionär. Sie haben sich nie in die Situation versetzt, wie lebe ich denn dann, wenn? Mhm. Und weil das außerhalb ihrer Glaubensgrenze liegt, ist es auch unerreichbar. Und deswegen muss ich mir Ziele setzen, die innerhalb meiner Glaubensgrenze liegen. Also wenn ich die Million will, dann muss ich zunächst einmal sehen, was kann ich denn glauben? Denn noch einmal, Armut ist eine geistige Krankheit. Die kann vollständig geheilt werden. Ja, das ist kein Problem. Das ist übrigens auch ansteckend. Aber
ich muss es tatsächlich tun. Ich muss mir erst einmal bewusst machen, ich kann nur das verwirklichen, was ich glauben kann. Also kann ich eine Million glauben? Da merke ich, nee. Hätte ich gern, ja, gerne, einverstanden, auch drei. Aber glauben, nee. Okay, dann kann ich es vergessen. Also, dann muss ich mich fragen, was kann ich denn, ich kann die Million trotzdem erreichen, ja, aber nicht in einem Schritt. Dann muss ich sagen, okay, was kann ich denn glauben? Und dann verwirkliche ich das, was ich glauben kann. Und indem ich das verwirkliche, erweitere ich meine Glaubensgrenze und kann also mehr erreichen. Und dann kann ich im nächsten Schritt das, was ich jetzt glauben kann, verwirklichen. Und dann kann ich vielleicht im dritten Schritt auch die Million glauben. Und dann ist die auch erreichbar. Und daran scheitern viele, dass sie sagen, hätte ich gern, aber glaube ich nicht. Und das wird, viele Menschen fragen mich immer wieder, was ist eigentlich das Geheimnis Ihres Wohlstands? Genau. Das Geheimnis meines Wohlstands ist erst einmal überhaupt kein Geheimnis, sondern ich habe mich irgendwann bewusst für Wohlstand entschieden. Und an diesem allerersten Schritt scheitern schon die meisten Menschen. Die haben sich überhaupt nie für Wohlstand entschieden. Die hätten ihn nur gerne. Ja, die wollen ihn unbedingt. Sind auch bereit, alles Mögliche dafür zu tun. Aber sie haben sich noch nie entschieden. Entschieden heißt, ich nehme ihn geistig in Besitz. Also ich versetze mich in das, was ich anstrebe und erlebe mich in der Erfüllung. Dann zweitens, was ich natürlich auch gemacht habe, was jeder Bauer weiß, wenn er eine reiche Ernte haben will, muss er was sehen. Ja, zu hoffen, sich vorzustellen, eine reiche Ernte wächst heran, ohne zu sehen, weiß er, das funktioniert nicht. Die meisten Menschen aber vergessen das Sehen. Ja, sie hätten gern die Millionen. Und wenn ich frage, gut, und womit verursachen sie die? Ja, ich habe einen starken Wunsch. Ja, Wunsch ist Mangel. Das ist ja nicht verursachen. Also ich muss Geld nicht verdienen, aber ich muss es verursachen. Ja? Genau. Und verursachen heißt, ich muss vom Wollen zum Haben kommen. Ich muss erst gewinnen, dann beginnen. Das heißt, der allererste Schritt immer ist Zielklarheit. Also was will ich eigentlich? Okay, und wenn ich mich entschieden habe, dann nehme ich das Ziel in Besitz, indem ich mich in der Erfüllung erlebe. Im erfolgten Wohlstand. Ich habe es erreicht. So, und jetzt nehme ich das in Besitz. Jetzt habe ich begonnen und jetzt habe ich gewonnen. Und dann erst, und erst dann sollte ich beginnen. Da ist jetzt eine Frage gewesen einer Zuhörerin, die hat mir geschrieben, sie hat mich gefragt, ist es denn nicht positives Denken? Was ist denn der Unterschied zwischen positivem Denken und erst gewinnen, dann beginnen? Sie hat gemeint, da macht man sich doch was vor, wenn man das jetzt nicht hat, die Million, oder sagen wir mal, und man stellt sich das vor oder man fühlt die Million, aber man hat sie doch nicht, das ist doch eigentlich positives Denken. Was sagen Sie dazu? Das ist keine Frage, das ist die perfekte Antwort. Ja? Also, hat sie sich selber gegeben? Natürlich, aber sie hat sie nicht verstanden. Also sie hat sie gar nicht gemerkt, dass sie die Antwort gegeben hat. Weil positives Denken ist nichts anderes als positives Denken. Ja? Okay. Bewirkt gar nichts. Ja, da hat mein Verstand was Positives gedacht. Und wenn ich den nächsten Schritt gehe, nach dem positiven Denken, ich stelle mir das vor, die Erfüllung. Okay, ist auch nicht verkehrt, bringt aber nichts. Dann habe ich es mir vorgestellt. Und ich brauche ja nur auf die Weisheit der Sprache achten. Wenn ich mir etwas vorstelle, dann steht es da vorne. Hat mit mir nichts zu tun. Das steht da einfach, das habe ich da hingestellt. Aber ich habe es immer noch nicht. Das heißt also, positives Denken oder Vorstellung mögen Hilfen sein zur Zielfindung, aber das ist nicht Sehen. Sehen, verursachen, heißt,
Ich nehme es geistig in Besitz. Ich habe es. Ich erlebe mich in der Erfüllung. Ich fühle es. Ich fühle, dass es ist. Ich fühle mich wert. Und vor allen Dingen muss ich das mit einem positiven Gefühl verbinden. Das erreicht man am leichtesten durch Dankbarkeit. Ja, genau. Welche Rolle spielt Dankbarkeit? Welche Rolle spielt Dankbarkeit auf dem Weg jetzt zur Million? Das, wofür Sie dankbar sind, verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Das heißt also, wenn ich es will, verursache ich, dass ich es nicht bekomme. Wenn ich dankbar bin dafür, dankbar kann ich nämlich nur für etwas sein, was ich bekommen habe, nicht für etwas, was ich gerne hätte. Da kann man nicht dankbar sein. Das heißt wieder, ich fühle die Dankbarkeit. Ich fühle Immer müssen Sie es fühlen. Ich fühle die Dankbarkeit, ich fühle die Freude, ich fühle die Erleichterung. Ich habe es geschafft, ich bin am Ziel, wow. Und jetzt? Und nochmal, und dieses Gefühl dann halten, und zwar für immer. Das reicht, bis es Realität ist. Okay. Ja, dann ist dieses Gefühl erledigt. Das heißt also, ich bleibe dann in dieser Freude und Dankbarkeit, in der Energie. Es ist vollbracht, bis es als Realität in Erscheinung getreten ist. Wenn ich es dann aber loslasse, verschwindet es wieder. Ah. Klar. Das heißt, ich muss es jetzt auch fest und deswegen muss ich dabei bleiben. Okay, verstehe. Ja, aber das geschieht meistens sogar automatisch, denn wenn ich die Million habe oder mein Ziel erreicht habe, dann habe ich es ja. Und dann bin ich auch in dem Gefühl der Gewissheit, dass ich es habe. Ja, deswegen lasse ich es nicht wieder los. Nee, muss ich auch dabei bleiben. Deswegen dabei bleiben. Mhm. Und dann muss ich noch etwas tun, was sehr viele Menschen betrifft. Viele Menschen, sehr viele, können mit Zeit und Geld nicht richtig umgehen. Okay, wie geht man richtig um mit Zeit und Geld? Also sie haben am Ende des Geldes noch zu viel Monat. Okay. Das heißt, das macht sie aufmerksam. Du gibst einfach aus, als hättest du die Fülle, hast du aber noch nicht. Also man macht es am einfachsten, indem man am Monatsanfang mindestens 10% seines Einkommens spart. Ich habe von Anfang an immer 50% gespart. Ja, das ist weg. So, und mit den anderen 50% muss ich auskommen. Kredit ist für mich ein Schimpfwort, geht nicht. Ja, weil Kredit verhindert zuverlässig jeden Wohlstand. Schulden, das geht überhaupt nicht. Also, alles, was ich nicht bar bezahlen kann, kann ich mir nicht leisten. Haben Sie keine Euro-Scheck-Karte, EC-Karte? Zahlen Sie nie mit EC-Karte? Niemals. Kreditkarte? Nein. Keine? Nein. Nie? Nein. Okay. Ich habe zwar eine, natürlich, wenn es mal irgendwo gebraucht würde, aber ich weiß nicht, 2-3 Jahre habe ich sie nicht mehr benutzt. Also, braucht man auch gar nicht. Ich bezahle alles bar. So. Schon also, immer? Schon immer? Schon immer. Ja, weil ich muss, ich kann nie ins Minus kommen, weil wenn ich es nicht habe und kann das nicht bezahlen, kann ich es mir nicht leisten, kann ich es nicht kaufen. Geht nicht. Okay. Ja? Und dann habe ich vielleicht Hunger. Dann muss ich eben mir das anders einteilen. Dann muss ich sagen, okay, dann kann ich nicht belegte Brote nehmen, dann kann ich nur sparsam mit, was geht, was ich mir leisten kann. Und deswegen, mein Portemonnaie zeigt mir immer, was ich mir leisten kann. Gut, es zeigt mir schon Jahrzehnte, dass ich mir alles leisten kann, aber weil ich durch diese Schule gegangen bin, brauche ich alles nicht. Ja? Okay. Sondern ich brauche nur das, was mein Leben wirklich bereichert. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der Glaube. Die meisten Menschen glauben nämlich, also ich und Millionär, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und damit macht sie das Leben aufmerksam. Du, das ist zwar ein schönes Ziel, liegt aber außerhalb deiner Glaubensgrenze. Also ich und was kann ich mir denn vorstellen? Ja, also muss ich die Millionär
reduzieren erstmal auf das, was ich mir vorstellen kann. Aber Herr Tepper, eine kurze Frage, eine Zwischenfrage, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die Million bis Jahresende verdient hätte, das geht nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sie geschenkt bekomme, sei es durchs Lotto oder durch eine Erbschaft, das könnte ich mir vorstellen. Vergessen Sie das. Okay. Weil Sie kriegen es ja nicht geschenkt, wenn Sie es nicht verursachen. Okay, das heißt, ich muss mich reinfühlen. Das ist typisch Frau, die natürlich empfangen denkt und will es von irgendwoher haben. Das kann aber nur passieren, wenn Sie es verursachen. Und verursachen heißt, Sie müssen es innerlich verwirklicht haben. Mhm. Sonst können Sie es nicht bekommen. Dann können Sie es bekommen, dann würden Sie es auch bekommen. Aber Sie müssen erst säen. Säen heißt in sich verwirklichen. Genau. Und dann erst kann es außen in Erscheinung treten. Mhm. Aber viele Menschen gehen absichtlich in den Mangel. Sie sagen zum Beispiel, also eine Million, so viel brauche ich gar nicht. Wenn ich nur mein Auskommen habe, das reicht mir eigentlich. Ja? Das heißt also, sie reduzieren. Das Verbieten, oder? Man verbietet sich das. Natürlich. Mhm. Ja, sie gehen absichtlich in den Mangel. Oder sie gehen da raus und sagen, ja, ich hätte gerne einfach nur mehr Geld. Oder ich hätte gerne keine Schulden. Ich hätte gerne verursacht, aber ich habe nicht. Gerne, also bin ich wieder im Mangel. Oder ich habe den Glaubenssatz, naja, also zu Wohlstand kommen, das ist ja nicht leicht, das ist schwierig. Ja, ja. Genau. Und das dauert, das braucht seine Zeit. Aber dann letztlich mit Glaubenssätzen, es ist einfach, man macht sich's bewusst, wenn man es erkennt, und dann geht man in die Bewusstheit und dann ist er weg, richtig? Dann ist er weg, aber das ist noch kein neuer da. Aber so ein neuen. Natürlich. Wenn der Bauer weiß, wenn ich nichts sähe, dann kann ja nichts wachsen. Mhm. Und er sät jetzt nicht. Dann nützt die Erkenntnis gar nichts. Ja? Dann ist der Glaubenssatz nur weg, dass von selber was kommen könnte, aber es wächst immer noch nichts. Jetzt muss er es immer noch verursachen. Und da muss ich also mal meine meistens unbewussten, ich nenne sie transparenten Glaubenssätze, mir bewusst machen, um zu sehen, was glaube ich eigentlich. Also nehmen Sie mal ein Blatt Papier und schreiben Sie auf, wie denke ich über Geld? Wovon bin ich da überzeugt? Wie kommt man zu Geld? Was ist so meine Einstellung? Reichtum ist schwierig zu erreichen, oder es ist immer ein Streit, es gibt immer einen Streit um das Geld, es ist immer ein Streitthema. Zu viel, das ist gierig, es ist nicht spirituell, das ist einfach oberflächlich, wenn man sich viel eine Million wünscht. Solche Sätze würde, ja. Alle diese Glaubenssätze verwirklichen sich, indem sie genau das erleben, weil sie es ja glauben. Ja. Denn es steht schon in der Bibel, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was sie glauben, bestimmt das, was sie erleben. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich diese meistens unbewussten Glaubenssätze bewusst macht. Dann kann ich sie erst umdrehen und kann sagen, wie möchte ich das gerne glauben? Was kann ich denn glauben? Und dann verändere ich sie innerhalb meiner Glaubensgrenze, was ich eben glauben kann. Aber dann habe ich erst einmal die negativen Glaubenssätze beseitigt und fange an, positive zu schaffen. Und im gleichen Augenblick, wo ich meinen Glaubenssatz ändere, beginnt der neue Glaubenssatz zu wirken und bewirkt Realität. Ja. Und dann verändert sich die Realität auf wunderbare Weise entsprechend meinem neuen Glauben. Und wenn ich den alten behalte, kann ich mich abstrampeln, wie ich will, kann alles Mögliche tun. Ich glaube es ja nicht und das verhindert, dass es geschieht. Und wie wichtig ist auch das Selbstbild, das man hat? Das ist ja eng verknüpft mit Glaubenssätzen. Also das Selbstbild, was man von sich hat, also ob man jetzt, man ist ein Versager oder man ist super erfolgreich oder... Ja, deswegen sollte jeder sich einfach mal bewusst machen, wie ist eigentlich mein Selbstbild? Das hat kaum jemand gemacht. Dass er einmal hinspürt, wie denke ich eigentlich über mich? Was hätte ich überhaupt für einen Eindruck von mir, wenn ich mir zum ersten Mal begegnen würde? Ich gehe mal ins Badezimmer und gucke in den Spiegel und begegne mir jetzt.
wenn ich den so angucke, was habe ich für einen Eindruck von dem Spiegelbild? Da sehe ich erstmal, dass ich oft einen anderen Eindruck mache, als ich einen Eindruck von mir habe. Ich habe gedacht, ich würde einen anderen Eindruck machen, aber jetzt, wenn ich so hinschaue, sehe ich, nee, eigentlich mache ich eher den zurückhaltenden, fast schüchternen, bisschen ängstlich, unsicher. Ja, das will ich doch gar nicht. Also, wie will ich denn und was muss ich denn jetzt ausstrahlen? Ah, ja, aber ausstrahlen kann nur etwas, was da ist. Ja. Also, was muss ich fühlen, damit ich es ausstrahle, damit es wirkt? Und dann kann ich mein Selbstbild entsprechend ändern. Dazu zählt auch diese energetische Signatur, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben. Das ist die Ausstrahlung. Das Selbstbild, was meinen Sie mit der energetischen Signatur? Das Selbstbild hat ja, ist ja ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld hat eine Schwingung. Und die strahlen wir 24 Stunden am Tag aus. Und das ist unser Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Das heißt, alles, was damit nicht übereinstimmt, kann ich überhaupt nicht anziehen. Dafür bin ich nicht resonanzfähig. Und deswegen muss ich mir das erst einmal bewusst machen. Wenn ich von meinem Selbstbild her ein Armer bin, ein Armer kann ich wohlhabend werden, ja, da werde ja kein Armer mehr, also habe ich keine Chance, solange ich ein Armer bin. Ich muss erst einmal ein Wohlhabender sein, damit ich zu Geld kommen kann. Das heißt, ich muss mein Selbstbild ändern und dazu muss ich aber auch aktiv was tun. Zum Beispiel, was die meisten versäumen, sie beenden mit dem Ende der Schulzeit das Lernen. Ich sage, so, jetzt habe ich genug gelernt, das war's jetzt. Für mich hat das da begonnen. In der Schule habe ich nur gelernt, wie man lernt. Das, wie lang der Nil ist und wie viele Einwohner New York hat, das braucht man später im Leben nie wieder. Das war nur für die Arbeit und für die Noten da. Aber ich habe gelernt in der Schule, wie man lernt. Und nach der Schule konnte ich dann bestimmen, was will ich denn lernen? Zum Beispiel wollte ich unbedingt lernen, wie funktioniert Leben? Was sind so die Gesetzmäßigkeiten? Was muss man denn tun? Oder besser noch, was muss man erstmal lassen, ja, damit man überhaupt das erreicht, was man kann? Sonst stellt man sich selber dauernd ein Bein. Und da habe ich dann entdeckt, ich muss also lebenslanges Lernen als Hobby mir zulegen. Ja, lebenslang. Ich startete vor Jahrzehnten eine lebenslange Bildungsoffensive, damit ich meinen Marktwert erhöhe. Ich muss also eine besondere Leistung bieten. Und ich würde jeden fragen, okay, wenn Sie Wohlstand haben wollen, das Leben sagt, okay, was bietest du denn? Ich habe hier Wohlstand, das hat seinen Preis. Also was bietest du als Leistung für diesen Wohlstand? Ja, dann sagen sie, ja, ich will den haben. Ja, das ist, nee, du musst ihn bezahlen. Ich muss ihn bezahlen mit einer Leistung. Das heißt also, ich muss eine besondere, im Idealfall sogar eine einmalige Leistung bringen. Das steigert meinen Marktwert. Naja, dann werde ich ja schon fast magnetisch für Wohlstand. Dann ziehe ich das an und die lebenslange Bildungsoffensive führt dazu, dass ich auf meinem Gebiet unweigerlich mit der Zeit Experte werde. Ja? Und wenn ich ein Experte werde, kann ich nie mehr arbeitslos werden. Das heißt, jeder, der sich für dieses Gebiet interessiert, kommt irgendwann mal zu mir, ja, dann schreibe ich natürlich auch ein Buch, dann halte ich Vorträge und so weiter. Dann trete ich ja in Erscheinung als jemand, der da was davon versteht. Und dann habe ich eine aktive Ursache gesehen, habe ich im Leben gesagt, so, das gebe ich dir dafür und dafür hätte ich gerne Wohlstand. Naja, dann sagt das Leben, wenn du mal diese Voraussetzung geschaffen hast, kannst du Wohlstand nicht mehr vermeiden. Dann kriegst du das alles geschenkt. Genau. Dann sage ich, ja, geschenkt ist es vielleicht nicht. Ich habe ja vorher fleißig geübt. Und wenn das Lernen Arbeit ist, werden Sie nie Experte, da werden Sie nie richtig gut.
es muss ein Hobby sein, es muss Freude machen. Es muss Freude machen. Ja? Also ich muss es wirklich wissen wollen. Ist es so, dass man einfach das Gefühl der Freude einem schon zeigt, wo auch diese Einmaligkeit liegen könnte? Ganz genau. Also gehen Sie nur den Weg der Freude, denn nur so können Sie erfolgreich werden. Wenn Sie keine Freude macht, wenn das Arbeit ist, dann geht es nicht. Und da brauchten Sie eigentlich nur noch einen Schritt. Nämlich das ganze Geheimnis, um zu bekommen, was Sie wollen, ist zu fühlen, dass Ihre Bitte bereits erhört, Ihr Gebet erfüllt ist, Ihr Wunsch verwirklicht ist. Also, sobald ich Zielklarheit habe, erlebe ich mich in der Erfüllung, verbinde das mit Freude und Dankbarkeit, sage, wow, ist das schön, da hätte ich früher auf die Idee kommen können. Nehme das in Besitz und jetzt ist es Teil meines So-Seins, meiner Ausstrahlung und jetzt meines Dauerauftrags, jetzt kann ich es nicht mehr verpassen. Also das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass die Bitte erfüllt, die Absicht verwirklicht, das Gebet erhört ist und in dieser Gewissheit der Erfüllung bleiben, bis es Realität ist. Aus. Das ist alles. Und sich nicht rausbringen lassen, von, wenn man dann wieder jetzt im Alltag irgendwo unterwegs ist, von irgendwelchen Situationen, sich nicht meistens abbringen lassen. Meistens ist es die Realität, die dann eben noch nicht so ist. Das ist so, wie wenn der Bauer gesät, alles gedüngt hat, geeckt hat, alles gemacht, gepflügt, alles sorgfältig bestellt hat und geht eine Woche später wieder über sein Feld und sagt, da ist ja noch gar nichts, ja. Ist ja nur nackte Erde. Genau. Das hat nicht geklappt, das war alles vergebliche Mühe. Ja? Und was ist jetzt passiert? Jetzt hat er gerade abbestellt. Ja? Er hat gerade alles wieder zunichte gemacht, indem er seinen Glauben beendet hat. Genau. Ja? So. Wenn er jetzt nichts ändert, hat das Leben zwei Aufträge bekommen. Säen und abbestellen. Ja. Und es passiert nichts. Und er denkt, es hat nicht geklappt. In Wirklichkeit hat das Leben beide Aufträge erfüllt. Da muss ich neue säen. Ist es denn so, dass es hilfreich ist, wenn man sich eigentlich nicht jeder beliebigen Situation aussetzt? Wenn man halt das irgendwie vielleicht, eben, wenn der Bauer, der hätte ja einfach jetzt nicht zum Feld gehen können und nachschauen. Er hätte einfach sagen können, ich vertraue drauf, ich bleib da drin und gehe einfach nicht zum Feld und schaue nicht nach. Ja, dann hätte es nicht abbestellt. Angenommen, jemand möchte gerne den idealen Partner haben. Ja. Ja? Und dann setzt er sich in sein Apartment, zündet eine Kerze an, macht leise Musik, macht, oh, ich habe den idealen Partner, ich bin glücklich, er ist da. Ja, was erwarte ich? Soll der Postbote den unter der Tür durchschieben? Ich muss schon rausgehen. Okay, ich muss mich dem Leben zeigen, ich muss dem Leben Gelegenheit geben, mir das zu geben, was ich da will. Ja. Deswegen würde ich schon rausgehen. Und solange Sie noch in Ihrem Kämmerchen bleiben, damit Sie nicht abgelenkt werden, ist das der Belastung der Realität nicht gewachsen. Okay. Sie müssen sich der aussetzen, Sie müssen sich draußen nicht ablenken lassen. Genau. Draußen üben. Okay, genau. Ja? Als Übungsfeld praktisch. Ganz genau. Ja. Also sagen wir es ganz einfach, ohne die entsprechende Ursache ist Wohlstand nicht möglich. Und mit der entsprechenden Ursache können Sie Ihren Wohlstand nicht mehr vermeiden. Das ist eigentlich alles. Und Herr Tepperwein, wenn man jetzt aber Schulden hat, jetzt angenommen, man hat Schulden geerbt oder man hat Schulden, wie kommt man da wieder raus? Ganz einfach. Nichts einfacher als das. Sie sparen am Monatsanfang, wie gesagt, mindestens 10% Ihres Einkommens. Mit dem Rest müssen Sie auskommen. Und mit dem Gesparten bezahlen Sie zunächst die Schulden. Und wenn mehr als 10%, dann geht es schneller. Ja, wie gesagt, ich wäre mit weniger als 50% nicht zufrieden gewesen. Auch früher, wie ich ganz wenig hatte. Ja, ich bekam eine Mark Sonntagsgeld. Ja, oh, Wahnsinn. Das war's. So bin ich aufgewachsen, aber 50 Pfennig. Haben Sie gespart? Ja, haben wir gespart. Die kamen sofort weg. Ja. Die habe ich nicht. Und ein Kinobesuch kostete also eine Mark. Also musste ich 2 Wochen sparen. Ja, weil ich ja nur 50. Ich hätte es mir leisten können in einer Woche, aber ich musste ja 50% zurücklegen. Aha. Also habe ich das getan. Habe ich 2 Wochen gespart, dann konnte ich mal ins Kino gehen. Und
so müssen Sie zuerst die Schulden zurück. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel große Schulden hat, ein paar Millionen, kann ja auch passieren. Dann sollten Sie Ihren privaten Konkurs erklären und gehen da den harten Weg und in 7 Jahren sind Sie frei. Aber das würde ich natürlich nie in Erwägung ziehen, denn wenn ich diese erstmal könnte ich diese Schulden nicht haben, weil ich kein Risiko eingehe, das zu diesen Schulden führen könnte, dann war ich leichtsinnig und so weiter. Mhm. Dann muss ich mein Verhalten und damit mein Selbstbild ändern, wieder, ja, das in Ordnung bringen. Aber dann muss ich sagen, gut, das ist jetzt mein Ziel. Ich möchte alles das, was ich durch Leichtsinn, Dummheit oder wie auch immer verursacht habe, das zahle ich zurück. Also muss ich so viel verursachen. Mhm. Dann ist das mein Ziel und dann mache ich mich auf den Weg, egal wie lange es dauert, aber das zahle ich zurück. Aber besser ist es, Sie sorgen dafür, dass Sie überhaupt nicht in Schulden kommen können. Das ist so eine Falle in unserer Zeit. Das ist auch wichtig, weil man muss auch verzichten können. Das ist auch wieder diese Fehlhaltung. Für die meisten Menschen bedeutet Leben Geld ausgeben. Ja. Nein. Hören Sie mal vollkommen auf, Geld auszugeben. Sie leben immer noch. Ja, also Sie brauchen kein Geld, um zu leben. Ich habe zum Beispiel das damals mal gemacht als Erfahrung und bin betteln gegangen. Nur mal 1,5 Stunden habe ich geschafft. Aber ich habe in 1,5 Stunden so viel bekommen, dass ich eine Woche zu essen hatte. Ehrlich? Ja. Und also die meisten haben irgendwelche Sachen gegeben, also Brötchen oder von gestern Kuchen oder Wurstzipfel oder was weiß ich was. Ich hatte so viel, dass ich sage, ja, das ist ja die Fülle, die man kriegt. Ich brauchte null Geld. Ich weiß heute diese Gewissheit, ich brauche null Geld. Ich kriege mehr, als ich brauche in 1-2 Stunden. Also, vielleicht noch einmal zurück, weil es eine Anregung sein kann, für die Menschen zu Geld zu kommen. Als junger Mann las ich einmal in einer Zeitung, dass Picasso in einem Restaurant mit Freunden ausgiebig speiste, den besten Wein trank und anschließend etwas auf eine Serviette zeichnete und dem Wirt als Bezahlung gab. Und der Wirt war hochzufrieden, natürlich. Er hatte einen echten Picasso, ja, ein Vielfaches des Wertes. Und das hat mich damals so fasziniert, da war ich 17, dass jemand einfach Geld beliebig zeichnen konnte. Und natürlich überlegte ich, ob ich das nicht auch kann. Aber mein Zeichentalent war eher dürftig. Und dann überlegte ich Gott sei Dank in die richtige Richtung, ob es nicht noch einen anderen Weg geben könnte, wie ich das nachmachen kann. Ob ich also irgendwelche anderen Talente habe, wie man, wie ich, Geld machen kann. Und als mein Talent erkannte ich nach längerem Nachdenken, dass ich mit dem Wort gut umgehen kann. Und so fand ich meinen Weg, beliebig Geld zu machen, durch Reden. Das fing zuerst an, etwas zu verkaufen. Also wurde ich Vertreter, denn dabei muss man überzeugend reden. Und später hieß das Bücher schreiben, Verhandlungen führen, Vorträge halten, Seminare halten. Ich wurde Berater, ich wurde Unternehmensberater und letztlich Heilpraktiker, heilen durch das Wort und konnte auf diese Weise beliebig viel Geld machen. Und ich bin heute noch Picasso dankbar, beziehungsweise dem Journalisten, der diese kleine Geschichte geschrieben hatte, dass er mich auf diese Fährte gebracht hat. Die meisten Menschen hätten darüber weggelesen und gesagt, ja gut, ich bin kein Picasso, nützt mir gar nichts. Aber für jeden, der dieses Interview hört, könnte diese Geschichte bedeuten, dass er sich einmal Gedanken macht, gut, jeder hat ein Talent. Also muss ich das entdecken. Das ist oft so selbstverständlich, dass es mir nicht auffällt, weil ja, ich bin einfach so. Nachzudenken einmal, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hätte, um beliebig viel Geld zu machen.
Und André Costolani, der Börsenpapst, damals zu seiner Zeit hatte mal gesagt, wenn Sie einen Tag im Monat über Geld nachdenken, werden Sie an diesem einen Tag mehr verdienen als an den übrigen 29 Tagen. Mhm. Und das hat mir eingeleuchtet. Mhm. Ich habe André Costolani noch persönlich kennengelernt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wenn das richtig ist, und davon bin ich überzeugt, wie wäre es denn, wenn man 29 Tage über das Geld, ja, beziehungsweise das, was einem wichtig ist, mhm, über Erfolg, Gesundheit oder ja, über seine Ziele, ja, nachdenkt, dann müsste das ja um ein Vielfaches besser sein. Und das habe ich seitdem gemacht. Und das kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich lerne zum Beispiel jeden Tag mindestens 5-6 Stunden. Wirklich? Heute noch, jeden Tag, ja. Ich habe noch nie so viel gelernt, in der Schule sowieso nicht. Was lernen Sie denn zum Beispiel jetzt im Moment? Interviews ausarbeiten, Vorträge, Themen. Sie haben dieses Thema gewählt, wie man Geld macht, wie macht man sich magnetisch, ja, was ist eigentlich zu tun, was sind die Schritte, welche Hindernisse können auftauchen und so weiter. Und da reingehen und sich das bewusst machen. Ich bin mein eigener Lehrer, ich lerne das aus mir, ich muss da keine Bücher lesen oder irgendwas. Natürlich bin ich online und frage den Chef und lasse es mir einfallen, was ich wissen will. Aber hier, wie gesagt, bei dieser Geschichte finde ich das gut, dass jeder davon ausgehen kann, jeder Mensch hat ein Talent, was er zu Geld machen könnte, also entdecke ich einmal mein Talent und fördere das und setze das sinnvoll ein und erlebe, wie mir Geld von allen Seiten zufließt, weil ich eine besondere Leistung bringe. Ja. Das System hat nämlich das Gesetz der Harmonie. Das heißt also, genau wie beim Acker, der Bauer, bleiben wir bei diesem Beispiel, weil das jeder versteht, wenn der Bauer eine Ernte haben will, muss er erst eine Saat reingeben, sonst wird nichts. Also wenn ich Wohlstand vom Leben haben will, muss ich eine Leistung in das System geben, damit der Ausgleich geschaffen ist. Also muss ich sehen, welche Leistung kann ich denn bringen, was ist mein Talent, ja? Und da erbringe, ich muss es dann nicht nur wissen, ich muss es dann auch tun. Was mir Freude macht einfach, oder? Das ist hilfreich. Ich würde nie etwas anderes in Erwägung ziehen, weil Sie können nur auf dem Gebiet gut werden, wo es Ihnen Freude macht. Wenn das eine Quälerei ist, wenn Sie das als Arbeit empfinden, bleibt es ein Leben lang Arbeit. Und ich habe schon mindestens 30 Jahre nicht mehr gearbeitet und würde das auch nie wieder tun. Das heißt, ich tue niemals etwas, was ich Arbeit nennen müsste, sondern ich gehe bewusst den Weg der Freude, ja. Und es macht mir Freude, diese Gesetzmäßigkeiten zu entdecken und dann natürlich zu erproben. Die müssen ja auch funktionieren. Alles das, was ich hier sage, habe ich gemacht und habe ein paar Millionen dafür bekommen vom Leben. Also ich weiß, dass es funktioniert. Und ich war früher sehr arm. Wie gesagt, ich hatte 1 Mark Taschengeld am Sonntag und da war ich 20. Und das ist beeindruckend. Und das war eine gute Schule. Damals habe ich das nicht so empfunden. Ich hätte es gerne anders gehabt. Aber heute weiß ich, das war ganz wichtig, dass ich von Anfang an gelernt habe, Sparen ist nicht Verzicht, sondern nur mit dem, was ich spare, bezahle ich mich selbst. Von dem anderen lebe ich ja bloß. Da erhalte ich mich bloß am Leben. Also das ist eigentlich vertanes Geld. Das brauche ich zum Lebensunterhalt. Ja. Aber so viel wie möglich spare ich, denn mit so viel, ich bin es mir wert, mich mit so viel wie möglich zu bezahlen. Was mir halt auch auffällt, ist, dass ich weniger Geld brauche als früher, also als vor unseren Interviews, weil ich halt auch merke, dass bestimmte Sätze mich veranlassen würden, etwas zu kaufen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses
diesen Lidschatten oder diesen Lippenstift kaufe, ich habe schon 20 rote Lippenstifte, aber ich muss jetzt unbedingt diesen roten Lippenstift, weil dann bin ich im Interview mit Herrn Tepperwein besonders schön. Ja? Und ich merke halt diesen Satz und ich weiß, ich habe 20 Lippenstifte in der gleichen Farbe zu Hause, dann kaufe ich ihn nicht mehr. Also mit der Bewusstheit braucht man auch weniger. Also zumindest geht es mir so. Kann es sein? Und Sie brauchen dann nicht nur 20, sondern irgendwann stellen Sie fest, ich brauche einen und vielleicht noch einen zur Abwechslung. So, das reicht. Das heißt, seitdem ich mir alles leisten kann, brauche ich immer weniger. Weil ich einfach sage, ja, brauche ich das wirklich? Ich meine, wenn ich es dann mal brauche, kann ich es mir holen. Aber ich muss es ja nicht auf Vorrat haben. Wir haben alle viel zu viel Kram inzwischen. Ja, das stimmt. Ja? Also sollte man sehen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das habe ich zum Beispiel die Tage getan in der Vorbereitung auf unser Interview, indem ich mir mal die Frage gestellt habe, warum sind eigentlich manche Menschen noch nicht Millionär? Gibt es ja, ne? Ja. Ja? Erstaunlich viele. Ich auch noch nicht, ja. Also wenn das doch so einfach ist, oder die haben sogar Schulden, ja, obwohl wohlhabend werden so einfach ist wie das Licht einschalten. Ja, ich muss es nur tun. Also warum? Und dann habe ich mir mal das aufgeschrieben. Ja, also, weil sie nicht wissen oder nicht glauben, dass sie die Wahl haben. Damit fängt es schon an. Ja, würde ich gerne, aber wie soll das denn gehen? Ja, aus. Feierabend. Also, ich muss mir erst einmal bewusst machen, ich habe die Wahl. Zweiter Schritt, weil sie sich nicht bewusst für Wohlstand entschieden haben. Sie hätten ihn bloß gerne. Aber sie haben nie gesagt, so, ab jetzt ist das mein Ziel und jetzt bin ich auf dem Weg und jetzt ja, marschiere ich da vorwärts. Weil Sparen für sie etwas Negatives ist. Das ist verbunden mit Verzicht für sie. Für mich ist das verbunden mit Reichtum, Bezahlen. Damit bezahle ich mich und ich bezahle mich gerne mit so viel wie möglich. Ja? Also muss ich so wenig wie möglich brauchen, damit ich mich mit so viel wie möglich bezahle. Oder weil sie mit den Gesetzen des Reichtums nicht vertraut sind. Sie wissen gar nicht, dass der bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorcht, zum Beispiel, weil sie glauben, dass das schwierig ist. Und nicht merken, dass sie damit verursachen, dass es schwierig ist. Dass es schwierig ist. Oder weil sie kein gutes Verhältnis zu Geld haben. Ja. Sie würden ja auch nicht zu jemandem gehen, der sie nicht leiden mag. Stimmt. Ja? Also das Geld macht es ganz genauso. Wenn sie es nicht lieben, kommt es nicht zu ihnen. Genau. Ich liebe Geld. Ich finde, für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Ja? Das ist einfach etwas Wunderschönes. So. Und jetzt kann ich damit was Gutes tun. Mir oder anderen oder der Welt. Ganz gleich. Aber für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Geld. Ich weiß, Geld verdirbt nur denen den Charakter, die vorher auch schon keinen hatten. Also, und dann, weil die Menschen nicht wissen, sie sind nicht Millionär, weil sie nicht wissen, dass Schicksal in Wirklichkeit Machsal ist. Ja? Machsal? Eigentlich müsste es Machsal heißen, weil man es ja macht. Ja? Es wird nicht geschickt von irgendwoher, aber die meisten verhalten sich, oh, ist halt mein Schicksal, Karma oder kann man nichts machen, die Umstände, ja. Ich lebe unter sehr begrenzten Umständen, ja. Keiner fragt aber, wo kommen die denn her? Wer hat das denn gemacht? Und dann stellt er fest, würde er feststellen, dass er das selber war? Oder weil er nicht sympathisch ist? Ja. Das ist ganz wichtig. Stimmt, wenn ich ja. nicht sympathisch bin, habe ich für Wohlstand und Erfolg keine Chance. Kann ich vergessen einfach. Ja? Weil nur einem Sympathischen hilft man gerne, gibt man gerne. Also das ist der Grundbaustein des Erfolgs. Das sollte ich unbedingt tun. Oder ich bin nicht wohlhabend, weil ich nicht in mich investiere. Ja. Ja klar, weil ich muss meine Bildung, meine Ausbildung ein Leben lang steigern, Experte werden, gut werden, besser werden, der Beste werden und so weiter, werde ich vielleicht nicht erreichen, aber es sollte mein Ziel sein, damit ich dem so nah wie möglich komme und dranbleibe. Ja? Und immer
wenn ich denke, na, das ist aber jetzt schon richtig toll, am nächsten Morgen, wenn ich wieder Zeit habe, sage ich, jetzt gucken wir mal, wo könnte man das noch besser machen? Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Und der Hauptgrund, warum die Menschen nicht zu Wohlstand kommen, weil sie Wartende sind. Sie warten immer, dass es geschieht, dass das Leben endlich beginnt, dass es mal gut mit mir meint. Ja. Dass von außen sich was ändert. Und sie vergessen das Sehen, und was innen nicht ist, kann außen nicht werden. Und deswegen sind sie nicht wohlhabend. Herr Tepperwein, was muss ich denn tun, um den Wohlstand unvermeidbar zu machen? Also mit einem Wort gesagt natürlich, ich muss ihn verursachen. Aber dann kommt natürlich sofort wieder die Frage von den anderen, ja gut, wie verursache ich das denn? Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Also müssen Sie Ihren Glauben überprüfen. Kann ich das glauben? Fühle ich mich wert? Dann muss ich mein Selbstbild optimieren. Denn ein Armer kann nicht wohlhabend werden, weil er ja dann kein Armer mehr wäre. Dann sollte ich meine Einstellung zu Geld optimieren. Also mir bewusst machen, wie denke ich eigentlich über Geld? Welches Gefühl verbinde ich mit Geld? Und gleich in die Lösung gehen, ein positives Gefühl mit Geld verbinden. Also wenn Sie an Geld denken, sagen, wow, für mich gedruckte Freiheit, bietet alle Möglichkeiten, erleichtert das Leben. Das ist wunderschön, das ist wirklich eine Bereicherung des Lebens. Das heißt, ich verbinde ein sehr positives Gefühl mit Geld. Dann anfangen zu sparen. Und zwar würde ich vorschlagen, jedes Kleingeld, jeden Abend zu sparen. Alle Münzen weg ins Sparschwein. Okay. Ja? Ich habe mal Umfragen gemacht, wie viel das ist. Das war im Durchschnitt 3,82 Euro. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nichts. Ja? Einfach nur alles Kleingeld weg. Kaum jemand muss dadurch sich in seinem Leben einschränken oder erleidet Hunger, wenn er das Kleingeld wegtut. Aber diese 3,82 Euro im Schnitt ergeben 100 Euro im Monat. Und diese 100 Euro im Monat, jeden Monat, machen es unvermeidbar, dass Sie Millionär werden, wenn Sie den nächsten Schritt tun. Ich muss lernen, es sinnvoll zu investieren. Genau. Ja? Und wie investiere ich sinnvoll? Danke. Die beste Investition ist in mich selbst. Das ist in meine Bildung, in meine Ausbildung. Das ist die Investition mit den höchsten Zinsen, ohne jedes Risiko, ja, und mit garantiertem Erfolg. So. Dann kann ich natürlich weiter noch lernen im Außen. Da muss ich mich eben mit Aktien vertraut machen oder mit Dingen. Ich muss natürlich wissen, mit Sparbuch oder mit Festgeldkonto, das kann ich vergessen. Das ist was für eine Oma, die nicht, keine Ahnung hat. Ich muss mich eben vertraut machen. Ich muss da mit Experten sprechen. Ich muss Bücher lesen. Ich muss Seminare. Ich muss lernen. Ja, das meine ich damit. Ein Leben lang lernen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann beginne ich mit dem letzten Schritt. Dem Schritt ins Ziel. So, jetzt weiß ich, was ich will. Und jetzt nehme ich das Ziel in Besitz, indem ich mich in der Erfüllung erlebe. Ich habe es erreicht. Es ist geschehen. Ich bin am Ziel. Auf dem Weg dahin ziehe ich meine Aufmerksamkeit immer sofort ab von Mangel. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit mal auf Mangel richte, dann sofort, das heißt nach 2-3 Sekunden, sagen, danke Mangel, dass du mich aufmerksam machst, und dann richte ich es auf Lösungen, auf Möglichkeiten, auf Chancen zum Besseren, ja, und befasse mich mit dem Ideal, wie ich das in den Idealzustand bringe. Also ich gestatte mir nie mehr, meine Aufmerksamkeit länger als ein paar Sekunden bei einem Mangel zu lassen. Dann natürlich niemals Schulden machen, ganz klar. Und wenn ich welche habe, die müssen als erstes
beseitigt werden, also zurückgezahlt werden, denn Schulden verhindern zuverlässig Wohlstand. Und so, mit all den Schritten, schaffe ich mir ein Wohlstandsbewusstsein, ändere mein Selbstbild, fühle mich als Wohlhabender auf dem Weg zum Millionär, verbinde das mit Freude und Dankbarkeit und weiß, ich bin auf dem Weg. Ich habe die innere Gewissheit, ich kann es jetzt nicht mehr vermeiden, Millionär zu werden. Jetzt bin ich auf einem guten Weg. Und gleichzeitig mache ich mir noch bewusst, als allerletzten Schritt, wahrer Wohlstand ist sehr viel mehr als nur genug Geld zu haben. Denn alles, was wirklich wichtig ist, kann man sich für Geld nicht kaufen. Liebe, wahre Freunde, Glück, Gesundheit, aber alles andere schon. Und deswegen sollte man sich die Gelegenheit geben, das zu erreichen. Wie lange dauert es, bis ich Millionär bin? Das ist, muss ich an Sie zurückgeben. Was glauben Sie, geben Sie keine Antwort, was Sie glauben, wie lange es dauert, so lange dauert es. Ja, ich glaube und bin absolut überzeugt, um Millionär zu werden, brauchen Sie eine einzige Sekunde. Warum? Und das machen wir gleich hier, jetzt, ja. Gleich Millionär werden. Das heißt also, Millionär sein ist nicht ein bestimmter Betrag. Wenn Sie 1 Million auf dem Konto haben, sind Sie nicht Millionär. Sie haben nur Geld. Millionär sein ist ein Bewusstseinszustand. Ja, Sie müssen innerlich Millionär sein. Und selbst wenn Sie alles verlieren, wie Donald Trump, 2-mal im Leben alles weg, Milliarden gehabt und weg und wieder bekommen, weil er einfach nicht nur Millionär, sondern Milliardär ist von seinem Bewusstsein her. Da können Sie alles verlieren, da können Sie Millionen Schulden haben, dann werden Sie das trotzdem erreichen. Also wenn Sie ein Wohlstandsbewusstsein haben, dann ist 1 Million ein entsprechender Ausdruck. Dann gehört das zu Ihnen, Sie ziehen das an und Sie kriegen es auch. Wenn Sie ein Armutsbewusstsein haben und gewinnen 1 Million, wie auch immer, ist das ein vorübergehender Zustand. Das sieht man bei den Lottokönigen. Das Geld verschwindet wieder. Sie können es nicht halten. Sie sind kein Millionär. Sie haben bloß 1 Million. Aber wenn Sie ein Reichtumsbewusstsein haben, dann bleibt die 1. Million nicht lange allein. Dann machen Sie die Erfahrung, die 1. ist die schwierigste. Die 2. geht schon deutlich leichter. Und die 3. fast von selbst. Ab dann läuft es einfach. Also, wenn das doch ein Bewusstseinszustand ist, wer entscheidet, in welchem Bewusstsein Sie sind? Natürlich Sie. Und wie lange brauchen Sie, um umzuschalten von dem einen Bewusstsein zum anderen? So lange, wie Sie brauchen, um im Fernsehen ein anderes Programm zu wählen. 1 Sekunde. Ja. Und vom Fernseher können Sie auch etwas lernen. Es gibt keine schweren oder leichten Programme. Ja, Sie drücken drauf und dann kommt das Nächste. Es geht ganz leicht. Ja, es geht, und es geht, alle sind gleich leicht und gleich schwer. Und genauso ist es mit den Realitätsprogrammen. Lösen Sie sich von der Barriere, naja, das dauert oder das ist schwierig oder das, glaube ich, das geht schnell. Es gibt keinen Unterschied. Das Leben kann alles immer sofort. Die Barriere sitzt in Ihrem Bewusstsein. Dort müssen Sie die also auflösen. Und deswegen investieren Sie vor allem in sich, in Ihr Bewusstsein. Je höher Ihr Bewusstsein ist, desto höher ist Ihre Schwingung, desto höhere Dinge ziehen Sie in Ihr Leben. Und dann und erst dann beherrschen Sie die hohe Kunst des Investierens. Ja, jetzt investieren Sie nicht mehr in Konsum, in äußere Dinge, sondern Sie erhöhen Ihren Wert. Und alles, was Sie an Geldwert schaffen, das lassen Sie hier zurück, wenn Sie eines Tages den Körper verlassen. Aber alles, was Sie in Ihrem Bewusstsein erworben haben, den Reichtum, den nehmen Sie mit. Dann haben Sie
wirklichen Reichtum geschaffen. Und dann sind Sie wirklich Millionär. Danke, super. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt prüfen Sie einmal, fühlen Sie sich wert, in einer Sekunde Millionär zu sein? Ja, ich fühle mich. Es in der Bewusstheit sofort. In der Bewusstheit fühle ich mich wert. Eben. Ja, als ich geht's nicht. Als kleines Ego. Aber da sagen die halt, wie soll das denn gehen? Und überhaupt, ja, genau. Und das dauert. Aber und sobald ich wieder umgeschalten habe. So, und jetzt ist die Frage, bleiben Sie im Millionärsbewusstsein? Und noch einmal, Reichtum ist sehr viel mehr als nur genug Geld haben. Reichtum ist Gesundheit, Reichtum ist Freude, ist Glück, ist Liebe, ist Erfüllung, ist Bewusstsein und so weiter. Das ist der wahre Reichtum. Und alles das, egal auf welcher Ebene, ist erreichbar, wenn Sie glauben, dass es möglich ist. Das war ein schönes Schlusswort jetzt von dem Herrn Tepperwein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich jetzt. Man kann ja diese Technik oder diese Anleitung jetzt für alles verwenden, also auch für andere Ziele, glaube ich. Ich freue mich über euer Feedback, über Unterstützung. Ihr findet Informationen im Abspann. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Interview. Bis bald.